Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute geht es so richtig los mit dem Hof Schellenberg Let's Test für den LS22. Wir haben in der letzten, sozusagen in der ersten Folge, den Wechsel vom Hof Eberhard auf den Hof Schellenberg durchgeführt. Wir haben uns so ein bisschen den Fuhrpark zusammengestellt und hier und da die ersten Funktionen, was es so am Hof geben wird, angeschaut. Wenn ihr das Video verpasst habt, schaut gerne in die Playlist rein. Da findet ihr unter anderem dieses Video, aber auch alle anderen, wo wir schon auf dem oberen Hof getestet haben. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall als allererstes ein bisschen Gras und wir haben eigentlich hier genügend Felder, denn hier ist genügend Grünland in Real unterwegs. Hier oben ist ein bisschen mehr Grünland, hier unten nicht ganz so viel, ne, aber wir werden hier auf jeden Fall fündig, nämlich ich nehme jetzt einfach mal direkt das am Hof gelegen, dann haben wir erstmal nicht so viel Fahrweg, so in der ersten Instanz. Gut, den Fuhrpark an der Stelle, das ist natürlich nicht der Original-Fuhrpark, wo hier am Hof gefahren wird. Dazu bräuchte ich Mods und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, ich werde aktuell noch keine Mods verwenden, so gut es mir möglich ist, denn ich möchte na klar die Karte testen und nicht, dass ich nachher einen Fehler suche, der durch eine Mod irgendwie verursacht wurde und deswegen verzichte ich in der ersten Instanz mal drauf. So, Maverick habe ich unten reingestellt. So, ich muss gerade mal noch ganz kurz ein paar Einstellungen kontrollieren, denn einmal war das gerade irgendwie merkwürdig bei der Stop and Go. Ich glaube, hier muss ich auf Angehen und ich habe den Eindruck, ja, das ist noch ein bisschen leise. Denn ich finde, man darf ruhig den Schlepper-Sound hören. So, wir haben hier am Hof des Pöttinger Nova Cut haben wir hier uns rausgesucht. Einfach, dass wir ein bisschen vorankommen, dass wir den Test relativ zügig auch in der ersten Instanz durchführen können. Dass ich hier nicht ewig mit einem, so 1,50 Meter Schneidwerk unterwegs bin, sondern dass da halt ein bisschen was geht. Am Ende des Tages dürft ihr natürlich das entscheiden, was ihr hier am Hof fahrt. Ich habe aber schon bereits den Fuhrpark abfotografiert für euch und wird es dann mal bei Gelegenheit, sobald es Richtung Release der Karte geht, gerne euch zur Verfügung stellen. Falls da jemand wirklich so, sag ich mal, so gut es geht, das Ganze nachspielen will. So, also, dann gehen wir mal raus. Fällt mir jetzt nämlich gerade ein Kommentar ein, der brennt sich immer so ein bisschen in meinen Kopf ein. Hat einer geschrieben, ich soll jetzt nicht so ewig testen, ich soll jetzt endlich die Karte freischalten. Einerseits, na klar, den Kommentar, den kannst du Ablage B, vollkommen klar. Dennoch versuche ich ihm halt jetzt durch meine Antwort so ein bisschen zu erklären, dass es nichts bringt. Ich muss ja die Karte irgendwo in einem Art Spielzustand bringen und testen. Weil nur dort findet man halt auch die Fehler. Es bringt ja nichts, wenn ich das nachher ungetestet sozusagen zur Verfügung stelle und du dann auch rumjammerst, warum das nicht geht und jenes nicht geht. Deswegen hoffe ich mir da so ein bisschen Verständnis deinerseits und einfach ein bisschen Geduld. Das wird schon werden. So, also dann gehen wir hier runter. Und gehen hinten runter und dann fahren wir einmal so ein bisschen Vorgewinde außen rum. Ich habe jetzt heute mal vorgespult den ersten Tag, dass das Gras erntereif ist. Ne? Nicht, dass mir das wieder passiert, dass ich aufs Feld fahre und es ist einfach, beziehungsweise in dem Fall auf die Wiese und nichts erntereif ist. Die wäre tatsächlich erntereif gewesen, allerdings in der ersten Stufe, da gibt es ja glaube ich zwei Stufen an der Stelle. Damit ich hier einen ordentlichen Ertrag runterbekomme,
Plan ist natürlich hier direkt mal das Gras in die Heutrocknung zu werfen, weil das wird meiner Meinung nach auf jeden Fall das persönliche Highlight sein an dem Hof mit der Heutrocknung. Dort dazu die Hofheizung, wo dann das ganze Heu mit ihrer Abwärme auch trocknen kann. Und dazu, na klar, on top, und das ist nicht nur wörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne, den Heukran, der über allem schwebt und ihr dann sozusagen euren Futtermischer auch damit besticken könnt. Das werden wir uns dann aber bei Gelegenheit angucken, sobald wir das erste Heu zur Verfügung haben, damit wir Futtermischer auch bestücken können an der Stelle. Bedeutet, wir haben die übliche Reihenfolge: Heu, Silage, vielleicht noch ein bisschen Stroh dazu. So, das ist hier so gefühlt irgendwie so eine Ausmähecke, oder? An der Stelle sei nochmal gesagt, ich habe versucht, die Karte so gut es geht originalgetreu nachzubauen. Selbstverständlich mussten wir hier und da uns ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten von der Engine von Giants, aber auch von Performance und so weiter. Das ist immer so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, so ein Zwiespalt an der Stelle. Ein Spagat zwischen Spielbarkeit, Realismus, originalgetreu und so weiter und so fort. Ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel, wenn wir uns das gemeinsam mal kurz angucken wollen, ihr seht hier, dass hier eine andere Grastextur ist. Ich mache mir da gleich mal einen Screenshot, denn das ist ein Fehler. Der Fehler wird, vermute ich mal, von einem Kuhstall kommen, der hier irgendeine Area noch rausspawnen hat. Genau. Wo das Ganze dann mir hier ein bisschen in Schwierigkeiten bringt. Das heißt, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Das ist sozusagen eine Stufe ja zurück. Das wäre wie wenn ich jetzt einfach reinfahre, ohne das Mailwerk abgesenkt zu haben. Dann entsteht ja diese Fruchtzerstörung. Da wird ja sozusagen eigentlich eine Stufe zurückgestellt, beziehungsweise bei der Fruchtzerstörung werden, glaube ich, 2 Stufen zurückgestellt. Keine Ahnung, nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Das ist dann aber hier so nicht gewollt an der Stelle vom Stall. Gut, also da seht ihr schon, ich hätte na klar auch Spartablage machen können, fällt mir jetzt mal wieder ein. Ja. Wir wollen ja hier auch ein bisschen was zu tun haben. Wir werden auf jeden Fall dann auch Ballen pressen, definitiv. Das werde ich aber vermutlich mit Stroh machen, denn eigentlich ist vorne dran, in der Halle, wo wir gerade eben das Mähwerk abgeholt haben, ein Strohlager, ein Strohballenlager. Ihr könnt selbstverständlich in diese ganzen Ballenlager einlagern, was ihr wollt. Ich wollte es euch nur nochmal nahelegen. Vielleicht werde ich auch das eine oder andere Bild wieder von den Originalhöfen dort einfügen, damit man sich so ein bisschen, ja, das Ganze in Original anschauen kann und das Ganze ein bisschen vergleichen. So, aber mit so einem Butterfly und Overcut Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h, da geht schon was, ne? Deswegen glaube ich auch, dass der Hof für mich auch interessant wird. Ich muss ehrlich gestehen, ich tue mir ein bisschen schwer. Ich finde beide Höfe, wo wir jetzt sozusagen angespielt haben, super. Denn der Kleine ist einfach so gemütlich geschmackt. Das holt dich so ein bisschen raus, entschleunigt etc. Und hier kannst du trotzdem halt an dem Hof mit den großen Gerätschaften fahren. Es ist ein Original so, dass zum Beispiel, ich glaube, ein Schlepper war ein 6R. Also relativ John Deere-lastig. Die John Deere-Freunde werden sich hier freuen. Wir haben auch einen 6330 oder so. Ich komme ja immer so ein bisschen durcheinander mit den Zahlen. So ein bisschen eine ältere Generation war das. Aber wie gesagt, ich lasse euch dann die Daten bei der Gelegenheit dann zukommen.
So, fahren wir mal die andere Richtung, nicht, dass ich hier einen Drehbogen bekomme. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Schwader. Ziehen wir einmal mit dem Schwader durch. Ich bin auch gerade aktuell am Überlegen, ob ich direkt den Hof auch im Stream bespielen möchte, eventuell mit Multiplayer mit den Jungs, dass wir da einfach parallel auch nochmal so ein bisschen Volldampf geben können. Naja, die Frage, ich weiß, und das traurig ist, selbst wenn ich jetzt drüber rede, wird die Frage trotzdem kommen, weil sich die Leute soweit das Video ganz selten anschauen. Ich kann euch nicht sagen, wann die Karte kommt. Mein Plan war eigentlich im ersten Quartal. Wenn wir jetzt aber realistisch zueinander sind und sagen, pass auf, den ersten Hof, der hat zwar viel zu tun, war aber relativ fehlerfrei, nenne ich es mal, haben wir 2 bis 3 Wochen getestet. Bedeutet, die Zeit benötige ich hier ja auch. Somit sind wir eigentlich schon Mitte, Ende März. Und dann würde ich sagen, könnte die Karte in den Mod-Hub eingereicht werden. Dann brauchen die Nagler auch noch ein bisschen. Also, ich weiß es nicht genau. Vielleicht erstes Quartal, Anfang zweites Quartal. Es ist einfach schwer zu sagen. Ich weiß, die meisten sagen jetzt, sie kommt, wenn sie kommt, lass ihr Zeit. Hauptsache in Ordnung und so weiter. Ja, ich verstehe aber auch die Leute, die da Bock drauf haben und wissen wollen, so ungefähr. Aber ich kann es einfach nicht betiteln. Es ist einfach nicht möglich. Ich argumentiere es eigentlich immer da damit, wenn ich dir sage, pass auf, die Karte, die kommt nächste Woche, ich schicke sie nächste Woche sozusagen ein. Mir haut sie aber einen Tag vorher Treppe runter und liegt im Krankenhaus für 2 Monate, dann kommt sie dann halt nicht. Deswegen, und das ist das plumpeste Beispiel, da gibt es ja noch 10 andere, die ich nicht irgendwie beeinflussen kann. Dementsprechend, na, wisst ihr Bescheid. So, da fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt gerade hier diese Strommasteninsel sehe. Ich habe mal eine Frage an euch, die Galgenberg vierfach spielen. Mir hat einer einen Kommentar geschrieben, er findet die Galgenberg vierfach soweit in Ordnung und gut. Jedoch gibt er mir nur 4 Sterne, weil Strommasten auf dem Feld stehen. Jetzt konnte ich das nicht ganz nachvollziehen. Meint er, es ist unrealistisch, dass Strommasten auf dem Feld stehen und er deswegen nur 4 Sterne gibt anstatt 5, weil er es doof findet? Und oder meint er damit, es stehen Strommasten im Feld drin und ich habe das mit dem Field Dimension außenrum nicht weggemacht? Ne? Hier ist es ja so, wenn ihr jetzt mal das Gras anschaut, ihr seht, im Innenbereich ist ein anderes Gras wie das, was wir gerade mähen. Bedeutet, das zählt sozusagen nicht zu dem Feld, wenn wir mal den technischen Hintergrund sehen wollen. Das müsst ihr nicht abmähen, ihr könnt es, aber es tut nicht Not. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen stutzig, weil ich nirgends einen Masten gesehen habe, der irgendwie annähernd sowas darstellt. Deswegen finde ich das merkwürdig, wenn man dann eine Karte bewertet anhand, okay, da steht ein Strommasten auf dem Feld, ich finde es doof, deswegen bewerte ich dich einfach schlecht. Hat ja nichts an sich mit der Karte zu tun, sondern mit deiner Einstellung. Sofern, na klar, ich das nicht irgendwo übersehen habe. Ne? Deswegen wäre es halt immer gut, wenn ihr eine Kritik übt, zum Beispiel das und das ist doof, dann beschreibt mir das bitte, dass ich das irgendwo nachprüfen kann und gucken kann, weil aktuell sitze ich so ein bisschen oder hänge ich so ein bisschen in der Luft, weiß nicht, muss ich jetzt nochmal ran und da vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren, unabhängig jetzt davon mit der Sternebewertung, sondern wenn da ein Fehler ist, dann beschreibt mir den, dann kann ich da auch ein bisschen Hand anlegen. Das so als kleine Side-Story hier auf dem 724 in Schellerberg. Ja, guck mal, es geht eigentlich relativ zügig. Noch ganz zum Schluss eine kleine Side-Story nochmal zu den Feldern. Das wollen ja auch viele immer wissen.
Wir haben hier jetzt im unteren Bereich sind die größten Felder und es ist ein, ja, beabsichtigt, also es ist real tatsächlich auch so, dass im oberen Bereich die kleinen sind und hier unten die großen. Wir bewegen uns hier unten irgendwo zwischen 4 und 6 Hektar. Das größte ist irgendwo, glaube ich, 6,4 Hektar großes Feld. Ich glaube, das kleinste irgendwo bei 0,5 in der Richtung. Somit glaube ich, kannst du gerade auch beim oberen Hof so ein bisschen Oldtimer spielen und hier unten auf jeden Fall die etwas neueren, größeren. Aber wie gesagt, da dürft ihr selbst, na klar, euren Spielstil austoben, wie ihr wollt. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die erste Folge hinter uns. Grasmähen funktioniert, da machen wir schon mal einen Haken hin. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ne? Startet gut rein, seid anständig. Ich würde mich wie immer auf ein Like auf das Video freuen. Ein Video lädt, das supportet mich und kostet euch nichts. Und in dem Sinn sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Video wieder hier vom Hof Schellenberg. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.